Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zur fünften Ausgabe unserer Konzertreihe Act Local Focus Rhein-Main. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Normalerweise kommen Sie ja zu uns ins Konzert, zum Beispiel hier in den großen hr-Sendesaal nach Frankfurt. Das ist aufgrund der aktuellen Pandemiesituation natürlich leider unmöglich. Deshalb haben wir uns überlegt, weil wir Sie sehr vermisst haben, dass wir einfach, wenn Sie nicht zu uns kommen können, zu Ihnen nach Hause kommen, quasi frei Haus ins Wohnzimmer über das Internet. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, aufgrund der Pandemie gibt es derzeit fast keine Auftrittsmöglichkeiten für freischaffende Musikerinnen und Musiker. Aus diesem Grund haben wir uns auch in dieser Woche wieder drei herausragende Jazzmusikerinnen und Musiker aus der Region eingeladen, um mit der hr Big Band ein Konzert zu geben. Das sind am Bass Franziska Aller, an den Percussion Angela Frontera, an sehr vielen verschiedenen Tasteninstrumenten Ulf Kleiner. Wir widmen uns heute Abend gemeinsam mit unseren Gästen der Musik von Joe Zawinul und Herbie Hancock. Und wir haben unser Konzert eröffnet mit einer Komposition aus der Feder von Joe Zawinul, nämlich Black Market. Und wir machen nun folgerichtig weiter mit einer Komposition von Herbie Hancock oder Herbie Hancocks Headhunters. Sun Touch. Hören Sie jetzt also die hr Big Band mit Franziska Aller am Bass, Angelina an den Percussion und Ulf an den Keys und an der Klarinette und den Electronics Oliver Leicht. Viel Vergnügen.
Thank you.
Das war Herbie Hancocks Hang Up Your Hang-Ups und Sie hörten Steffen Weber am Tenorsaxophon sowie Franziska Aller am E-Bass, Angela Frontera an den Percussion und Ulf Kleiner an den Keys. Lieber Ulf, erzähl mal, welche Bedeutung hat die Musik von Herbie Hancock für dich als Pianisten, als Musiker? Also eine riesige, weil ich meine, an Herbie Hancock was zu finden, was einem nicht gefällt, oder eine Platte, zumindest wenigstens eine Platte zu finden, die einem wahnsinnig gefällt, ist unglaublich schwer, dann nichts zu mögen. So geht der Satz zu Ende. Also ich mag sehr viel davon. Ich mag die Komposition. Viele Platten mag ich gerne. Zum Beispiel die, von der wir gerade die zwei Stücke gespielt haben. Ich habe mich sehr gefreut, als Olaf vorgeschlagen hat, diese beiden zu spielen, weil die sind von der Manchild, eine tierische Platte. Kann ich nur empfehlen, die anzuhören. Tolle Platte. Und diese beiden Stücke mag ich. Ich mag, wie der Herbie Hancock, was der für Linien spielt, was er für Pausen macht, was er für Sounds hat, also wie das Rhodes klingt in den 70ern. Ich mag das ja auch gerne, dieses Instrument sehr gerne, und insofern, da gibt es unglaublich viel, was ich mag. Vielen Dank, lieber Ulf. Wir spielen jetzt das nächste Stück von Joe Zawinul, das heißt Fast City. Und der Name ist Programm. Sie werden gleich merken, wenn wir beginnen, warum das Stück Fast City heißt. Viel Vergnügen. Thank you.
Der gerade verklungene Titel war Fast City aus der Feder von Joe Zawinul. Und wir haben gehört Axel Schlosser an der Trompete. Jean-Paul Hüschstetter am Schlagzeug. Franziska Aller am Bass. Angela Frontera an den Percussion. Und Ulf Kleiner an den Keys. Das nächste Stück hat Joe Zawinul mit seiner Band Weather Report 1977 aufgenommen auf der Platte Heavy Weather. Und er hat die Inspiration für das Stück geschöpft aus dem Sound ihres Bassisten Jacob Pastorius. Und entstanden ist eine wunderschöne Ballade, die eigentlich nur einen Nachteil hat. Und zwar werden sowohl sie als auch wir das Stück die nächsten Tage als Dauerohrwurm haben. Ich glaube, damit kann man leben mit dem Nachteil. Es ist nämlich eine wunderschöne Ballade. Hören Sie jetzt Remark You Made mit Franziska Aller am Bass.
Thank you.
Sie hörten Joe Zawinuls A Remark You Made mit Toni Lakatosch am Tenorsaxophon. Franziska Aller am Bass. Und Ulf Kleiner an den Keys. Mit dem nächsten Stück featuren wir wieder noch mehr unsere Gast-Percussionistin Angela Frontera. Und Angela, du hattest eine ganz besondere Begegnung. Du bist Joe Zawinul persönlich begegnet und magst du uns davon einmal erzählen? Also, das war ein Konzert. Ich war, meine Trio, Hosan und Selle, war Vorgruppe von Joe Zawinul. Und danach hat er gespielt mit seiner Band und haben wir getanzt und gesungen. Und dann hat er mich geguckt und hat gesagt, thanks for your very nice spirits. You understand my music. Also das war für mich ein sehr besonderes Moment, weil Joe Zawinul war eine große Inspiration von uns, alle Musiker. Und das hat mich immer fasziniert. Seine Musik ist so komplexiert, Harmonie und dann pünktlich ganz schöne Melodie, einfache, aber schön. Also das ist echt eine große Art. Deswegen freue ich mich sehr, diese Programme zu spielen mit diesen wunderbaren Musikern. Die sind Hammer und ganz nett und ganz liebe und tolle Solisten. Also echt, ich bin sehr dankbar. Und ihr macht mit, ihr singt mit, weil Joe Zawinul war pure Energie. Vielen Dank, Angela. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und mit uns diese tolle Musik gemeinsam spielt. Angela Frontera featuren wir jetzt unter anderem mit dem nächsten Stück. Das ist eine Komposition von Herbie Hancock, die den Titel trägt Actual Proof. Viel Vergnügen. Thank you.
Das war Herbie Hancocks Actual Proof und Sie haben gehört Angela Frontera an den Percussion sowie Ulf Kleiner an den Keys, Jean-Paul Hüchstetter am Schlagzeug und Axel Schlosser an der Trompete. Damit sind wir jetzt beinahe am Ende unserer fünften Ausgabe von Act Local Fokus Rhein-Main angelangt. Wir möchten uns von Ihnen verabschieden mit der wahrscheinlich bekanntesten Komposition von Joe Zawinul, nämlich Birdland. Und wir featuren mit Birdland noch einmal unsere drei Gastsolistinnen und Solisten des heutigen Abends. Das sind Franziska Aller am Bass, Angela Frontera an den Percussion und Ulf Kleiner an den Keys. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute Abend dabei waren. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder persönlich, zum Beispiel hier im hr-Sendesaal, begrüßen dürfen. Bis dahin versorgen wir Sie natürlich weiterhin mit tollen Stream-Konzerten. Bereits in den kommenden drei Wochen haben Sie die Gelegenheit, die hr-Bigband wiederzuhören. Dann wird unter dem Motto hr-Bigband Invites jede Woche eine junge Komponistin eingeladen, um mit der hr-Bigband ihre Komposition zu präsentieren. Das erste Konzert dieser neuen Reihe findet bereits am 5. Februar um 20 Uhr statt. Dann ist zu Gast Claudia Döffinger aus Österreich und bringt ihre Kompositionen mit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.